dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Die mir wohl. Okay, dann nehmen wir erstmal die normale. Welche ist das? Golden Hills nur. Also nur Golden Hills. Wenn du maximale Ergebnisse willst, okay, musst du dein Auto wie deine Westentasche kennen. Jedes Geräusch, jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Gerne in dir drinnen. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich kann mal nicht sagen. Das ist peinlich. Unter Männern ist ja das anders, aber wenn eine Frau dabei ist, muss man ja aufpassen, was man da sagt. Du weißt schon, dass ich schlimmer als der Lars bin, ne? Die ist schlimmer als der Lars übrigens, ne? Ja, aber ich hätte... Der Lars, genau. Wenn ich zu dir gesagt habe, ich bin in dir drin, das wäre ja dann blöd, ne? Ja, das wäre doof. Ja, um das geht's. Aber es ist trocken. Da stößt der Kerl mich schon wieder weg. Diesmal war es allerdings der... Ja, dafür bin ich jetzt komplett raus wieder. Was jetzt ich? Schon wieder der Hannes. Na. Ja, der fährt immer wie die letzte Sau hier. Sag nicht nein, ich hab alles auf Aufnahme. So wie der Bernd. Ich mach mal so einen Zusammenschnitt davon. Jedes Mal, wenn du mich rammst. Und dann nein, ich hab dich nicht gerammt. Nein. Ich hab dich nicht gerammt. Ich bin nach vorgefahren, damit wir das Rennen gewinnen. Ja, ja. Das sagt er immer. Ich versuche immer euch nicht zu treffen, wenn ich das rechtzeitig sehe. Das kannst du vergessen, du kannst uns auch rammen. Nein, ich hab's gehört. Nein, ich hab dich ehrlich gesagt nicht gesehen. Wirklich nicht. Ja, Autos sind alle so bunt und so. Die sind nicht bunt. Meines ist das Einzige, was grün ist. Jungs und ihre Spielzeuge habe ich gerade bekommen. Siehst du, die kennen sich wenigstens mit Frauen aus. Was? Jeff, du, Wichser, weg da! Das ist mein kleiner grüner Grashüpfer hier. Darf niemand überholen. Ja, weil Lars seiner ist ja auch grün. Und ich hab gedacht... Der ist gelb. Dann ist doch nicht grün. Ja, grün und gelb ist doch das gleiche. Achso. Jetzt Männer. Die haben immer nur 30. Ja, ich hab diese 9%. Ich bin unter diesen 9%, die vielleicht vorwiegend sind. Deswegen durfte ich den LKW fahren und machen. Für ein PKW ist das nicht gerade noch ausgegangen mit der Farbenblinker. Ja, da hast du irgendwas gestohlen, oder? Ich meine... Wieso? Scheiße, ich wollte nicht auf Nitro. Oh, fuck! Nein! Ey, ich muss mich, glaube ich, lügen, wenn ich die Rennen fahre. Das ist echt total an, wenn du da immer... Ja? Ich habe ja nichts gesagt. Nein! So fahr ich da gegen die Bande. Wie lange geht das, ey? Ungefähr. Zwei Runden halte ich noch gut aus, aber die dritte Runde wird dann schon komisch. Geh weg, du Scheiß! Oh, dieses Reh hat mich gerade aufgeregt. Wo ist dein Reh? Das ist mir gerade voll für den Wagen gefahren. Gefahren, gelaufen. In der Rennstrecke ist man noch nie fliegend gegen Runde. Ja, und doch, komischerweise schon mal öfter. Ja. Wie viele Runden ist dieses Kackrennen hier? Drei. Nee, ich hab schon vier. Na, das sind drei Runden. Nee, das kann nicht sein. Ja doch, ich bin hier schon mindestens dreimal dran vorbei. Also bin ich an der vierten Runde. Das sieht ja nicht gleich aus bei dir. Ich weiß, wo ich angefangen habe und wo ich zu Ende bin. Das sind drei Runden interessant. Wo warst du denn? Aua! 10 sollen vorbeigehen, habe ich nicht kam. Das hat keiner ausgeschaut. Ich wollte nicht mal ein anderes Auto nehmen, weil ich langsam gehst mal 10. Komm, das schaffst du noch, komm! Ach nee, das war gar nicht die 10 gerade, scheiße. Noch ein cheatetes Auto, oder was? Was heißt gecheatetes Auto? No. Dein Wagen ist vielleicht nicht perfekt, aber ich weiß, du kannst das besser. Nee, das war aber eine lange Kurve dann, das war so ein langgezogen. Ja, und hier ist sie gerade, da haben wir nämlich gestartet. Beim nächsten Rennen lassen wir die Silke vorfahren und dann überholen wir sie und so, dass wir nicht reinfahren, weil sonst sind wir wieder schwul.
Ja, aber wenn wir sie dann über... Das heißt, wir müssen hinten fahren oder was? Weil das Problem ist ja dann... Das muss verlieren. Dann verlieren wir wahrscheinlich. Na, ich nehme jetzt einmal ein anderes Auto. Kann jetzt weitergehen. Kannst dann schauen, wer besser ist. Ach, die Highscores interessieren mich nicht. Was ist das denn jetzt für eine Scheißkarre? Du wolltest wissen, wieso fährt mein Auto nicht? Du wolltest wissen, du hast den FXX ausgefasst. So, da, jetzt werde ich den Rasen bis hoch. Ey, ja genau, gleich das Auto kaputt gemacht am Startschuss. Nein, du musst hier hinten starten, kommst du wieder zurück? Nein, ich fahr einfach durch. Guck mal, und jetzt können die anderen gleich starten. Das war ein Frühstart. Ja, aber wieso ist er nicht an... Ich bin genau über den Punkt drüber, meine ich. Du musst uns ein Bier zahlen, das geht gar nicht. Nee, ich krieg von Lars noch ein Bier. Wenn du gewinnen willst, halte dich nicht. Sag mal danach nicht mehr da. Wie, wenn du gewinnen willst, halte dich zurück. Was soll das denn? Geh weg. Also ich brauche auf jeden Fall was, wo nicht so, aber so kleine Kurven. Aber du hast ja immer diese scheiß kleinen Kurven. Das ist ja das Problem. Ja, und schon bist du wieder draußen. Ja, das hab ich auch gerade gesagt. Spät. Fuck. Ja. Ach, das war schon eine Runde? Nee, wir haben noch keine Runde. Warte mal, hier ist eine Haarnadelkurve, die hatte ich vorher nicht. Oh fuck. Was mache ich denn hier? Das meine ich ja, wenn du da kurz dran titschst, dann hängst du direkt in der Leitplanke. Das war eine Runde, glaube ich. Also zwei Runden, kann das sein? Nein, wir sind mit der zweiten Runde jetzt. Ja, deswegen sage ich ja, es sind zwei Runden. Oder sind es mehr? Das sind zwei Runden. Ja, genau! Genau, wie hab ich da dran getroffen? Ich hab ja nichts gemacht. Du hast überhaupt nicht gebremst. Ich hab keine Ahnung. Ah, ja, klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich cheate nicht. Meine grandiose... Nein, ey, wollt ihr mich verarschen? Aber was? Der Karre ist ja noch nicht so krank. Der ist ja schnell gefahren. 120 Minuten, der ist schneller als der Lambo. Aber in den Kurven... Ja, schneller, aber in den Kurven war er scheiße. Du bist so oft da reingeknallt, ich hab dich gehört. Da holst du in der Kurve nicht. Muss ich mal Probe einstellen. Ja. Ich habe im Internet habe ich mal die New Yorker angeschaut und da ist einer mit diesem Bugatti Divo gefahren. Ja. Und da hast du kurz Profi-Einstellungen gesehen. Der ist mit diesem Wagen knappe 500 gefahren. Das geht nur anscheinend mit diesen Profi-Einstellungen, wenn ich schaffe mit dem keine 500. Ja, eh. Jetzt habe ich schwer gemacht auf den hier. Die Strecke wird schon wieder glatt sein, also schnell dich an und raus mit dir. Halte einfach die Vorderräder auf Linie und die Hinterachse folgt von allein. Keine Sorge, ich mache die Heizung für dich an. Irgendwie tut sich nichts. Ja, du hast es genommen, aber ich glaube Silke nicht. Ja, du musst das ja auch annehmen dann. Wie annehmen? Nee, was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin reingefahren. Ich fahr da raus. Nee, du bist woanders hingefahren. Ich weiß nicht, wo du hingefahren bist, aber nicht bei uns. Echt jetzt? Ah, fuck. Jetzt bin ich im Rennen drinnen, oder? Nein, bin ich draußen. Ja, sind wir doch jetzt alle.
Nein! Du hast irgendwas anderes gemacht. Ich weiß nicht, wo du bist. Das, was ich gesagt habe, habe ich gemacht. Fahre so, als würdest du jemandem Geld schulden. Du steckst dir hier auf der Rennstrecke rüber nicht mehr. Aber gerade bist du hier nicht. Bei welcher Strecke bist du denn reingegangen? Ach, da hinten. Ach, New York. Und wieso rum? Das haben wir ja gar nicht genommen. Ach, dieser Rundkurs. Den Rundkurs. Willst du machen oder was? Na, ich habe mir gedacht, wir fahren da jetzt schwer. Ich weiß ja nicht, welche Strecke jetzt. Sag mal was. Keine Ahnung, was das für eine ist. Ich muss mich konzentrieren. Moment, nicht auf eins. Ach, du fährst alleine. Weiß ich nicht. Ihr sollt ja mit mir fahren. Hey, jetzt hätte ich ja nicht gesagt, du musst es doch annehmen. Ja, kannst du, es kann nur Dalit. Also genau. Dalit muss es machen. Da stand drin, es wurden an euch Einladungen verschickt. Ja, nee. Aber wir kriegen die Einladung nicht. Nur wenn Dalit als erstes reinfährt, dann kriegen alle die Einladung, das funktioniert. Sonst geht es nicht. Wir können ihn dann immer zugucken jetzt. Ja. Du musst das jetzt gewinnen. Für die Crew. Mach mich Gib nicht alle. Bekloppt hier. Komm, wir fahren Kreisrennen. Das machen wir. Wo bist du? Ja, wir auf der Kreisstrecke. Boah, dieser Wichser! Pass auf, jetzt sind ja alle anderen Fahrer auf den Fersen. Na, aber wir haben ja die Autos. Ach so, ja. Ist das die gewesen? Na eh, die haben wir ja zuerst gehabt, oder nicht? Oh ja, das ist auch nicht. Das ist doch New York. Ja, da ist sie. Die heißt Jersey Cup. Was für ein Stufe? Hast du oder was? Hast du sicher aus. Nur schneller fertig werden. Ne, ich glaube nicht, das ist ein bisschen länger, die Strecke, weil die bringt auch 100.000. Ich habe jetzt die Hälfte fast. Das geht nicht, oh, das geht nicht, oder? Ach, wahrscheinlich, weil einer nicht drin ist. Oder? Du bist aber drin, meine ich. Aber drin. Ja, und er zeigt mir auch an, dass wir jetzt... Ja, wenn einer von der Crew nicht woanders bleibt, ist... Diese scheiß Schnee, warum kann man das nicht einmal wenigstens normal fahren? Ich bin da schon mal ohne Schnee gefahren. Ja, war beim Sammeln. Stimmt, ja, genau. Mit diesen Wetterverhältnissen ist es echt ätzend. Das hast du bei vielen anderen Spielen nicht so extrem. Ja, das ist ja am Anfang nicht gewesen, das habe ich eh schon erzählt. Da hat sich einer aufgeregt, es schneit nicht. Und dann haben sie es so gemacht. Ja, und jetzt ist es nur noch permanent, oder wie? Ja, seit einem Jahr versuchen wir im Forum, die Moderatoren zu überzeugen, dass sie das Ubisoft weitermelden, weil uns das Wetter alles schon fürchterlich auf den Arsch geht. Und wir haben das Gefühl, dass das bleiben wird. Warum kann man nicht sagen, warum kann man nicht einstellen bei den Dingen, das Wetter random, Wetter so oder Wetter so oder was? Du auch Rennspiel, wo du dir das Wetter auch. Bei jedem Rennspiel kannst du das machen. Und im englischen Forum, wo sie ja am meisten hören, weil das deutsche Forum interessiert sie anscheinend nicht, das ist ihnen zu klein, gibt es zig Trades übers Wetter, wo sich die Leute beschweren, so kann man nicht fahren, man kann Highscores keine mehr fahren und nichts, keine Tests mehr machen. Was auch schwierig ist, wenn du hast jetzt schön Wetter, du machst irgendwas im Menü und gehst aus dem Menü raus, ist auf einmal alles weiß. Ja. Das ist das Heftigste. Ich habe einmal Racing Cars getestet auf so einem Rundkurs. Nur getestet auf Rennen. Ja, wenn dauernd Regen ist, wie soll ich denn die Fahrzeuge testen? Und solche Sachen. Ja, ich meine, wie soll man Profi-Einstellungen erstellen, wenn dauernd ein Scheißwetter ist? Und man merkt es dann halt auch, jetzt der Summit, alles im Regen. Wir haben erst 50% gleich. Du bist doch so weit hinten, Lars. Ja, deine Schiedeinstellung. Wieso da kommst du denn hinterher? Wieso bin ich jetzt so weit vorne und bei den anderen Rennen fährst du mir davor? Ja, weil das nur geradeaus ist und um eine Kurve, wo du fast vorne vorfahren kannst. Da ist doch keine Herausforderung, das sag ich ja. Deshalb finde ich auch Indycar langweilig. Ich hab das erste Mal den ersten Platz.
Ich will ja nicht sagen, dass das erste Mal den ersten Platz. Haltet die Klappe, ich hab den ersten Platz! Sie hat den ersten Platz, geht's jetzt. Was war das denn jetzt? Oh, ich hasse diese Schneestrecken. Ja, gibt's ja wenig. Aber die gibt gut Punkte, die bringt 31.000, wenn das ja, deswegen macht. Wollte ich die ja unbedingt. Und ja, deshalb fahren wir die auch. Das Problem ist nur, dass die jetzt viel schneller sind als in der ersten Runde. Ja. Haben mich jetzt schon drei überholt? Keiner von denen, vier jetzt, keiner von denen hat die drin. Ey, die sind viel zu schnell. Dann bist du mal auf dem dritten Platz und schon raus, sausen sie wieder an dir vorbei. Ja, das ist gut, weil schwer ist es normal, ne? Da sind die einfach von den Autogeschwindigkeiten zu schnell. Wenn wir das auf dem Ast fahren, ist es noch schlimmer. Pass auf, wenn dich so ein rotes Ungeheuer überholt. Und nee, ist ein blaues. Ich versuche dich schon immer abzudrängen, aber dann, wenn ich einen abdränge, kommt der nächste von der anderen Seite. Den muss er abdrängen mit dem Kiefen. Mit so einem flachen Ding da, mit dem Keil. Ja, den selben Ding, was sie selber hat. Genau. Sehen Sie jetzt alle weg. Hast du das überholt oder was? Ja, ich hab sie überholt. Ich hab sie nicht berührt. Aber er war trotzdem asozial, er hat mich überholt. Ja, ich muss da. Ich meine. Guck mal, das würde ich nicht tun. Ich sehe dich von vorne irgendwo. Du musst überhaupt nicht. Das ist, hallo, das ist ein Rennen und kein Liebesspiel. Bleifuß habe ich. Guck mal, Liebesspiel. Bleifuß ist sowieso immer mein zweiter Vorname. Das war ja das Problem, dass ich immer die Leitplanke reinknalle wegen Bleifuß. Die fährt hinter dir. Aua! Sag mal, der knallt voll in meine Seite rein. Nein, das war ich. Ja doch, deswegen bin ich ja fast abgeflogen gerade. Nein, das war Diana, die hat mich. Ich hab's auf Video. Oh mein Gott. Du schneidest das aber eh nachher dann erst, du sollst zahlen. Ja, dass es für mich besser aussieht. Genau. Sie schneidet unsere Siege bei sich rein und das ist so ein 5 Minuten von dem Video und das war's. Genau. Da ist man alleine gefahren. guck mal, ey, auf schwer und bis Vierter, das ist echt gut. Das ist wirklich... Ich war eben Dritter, das ist ein Scheißplatz jetzt. Ja, das stimmt, er ist der undankbare Platz. Aber die Diana können sie noch kriegen. Soll ich dir helfen, wenn ich mich zufahren lasse und die abbringen? Auf den Skimeisterschaften war ich immer nur Vierter, das hat genervt. Acht Prozent noch. Eine ist Runde das noch. Das ist ein asozialer Fahrer hier hinter mir. Kannst du noch nicht mal vernünftig wegboxen? Ich bin drin. Kann das sein, dass es der... Wer ist denn das? Dana. Der Dana. Ja, Dana ist, hört sich aber nach einer Frau. Oh Mann! Ey, dann versuchst du den wegzurammen. Ja. Dann überholt er dich in der Geschwindigkeit dreimal so schnell wie du selber bist. Vor allem Ziel würde ich. Ja, weil er aus dem Windschatten kommt. Also wegrammen ist immer scheiße. Vor allem Ziel würde ich niemanden nur wegrammen versuchen oder so, dann verlierst du bei der KI. Aber die kommen ja aus dem Windschatten. Ich mach das ja auch, wenn der Lars vor mir ist. Dann schaue ich auch, dass ich aus dem Windschatten raus vorkomme. Gell, Lars? Mhm. Machst du das ja genauso? Nein, ich nicht. Ich bin fair. Naja, auf Windschatten rausfahren ist fair. Das darf man ja. Ja, ja.